Ist denn ein Gesetzgeber nicht daran interessiert, diese Rückführungszahlen zu fordern? Naja, also wir haben ja im Gegenteiliges, sagen wir mal so, die Transparenz ist einfach grottenschlecht. Ja, wir haben eine Struktur, die sich selbst eigentlich letzten Endes bestätigt. Also das Jugendamt, ein Teil des Jugendamtes kennen Sie auch als Jugendhilfeausschuss, es ist Teil des Jugendamtes, es ist gleichzeitig Politik, die Amtsleitung ist politisch besetzt. Wir haben eigentlich eine sich selbst, sagen wir mal, legitimierende Institution, die eigentlich Gewaltenteilung nicht wirklich kennt und sagen wir mal, ganz schlecht aufgestellt ist. Wer will sie prüfen so richtig? Wir haben keine Fachaufsicht. Das heißt also unter der Überschrift das große Geschäft mit den Kindern? Ja, ja, das ist schon nicht weit hergeholt. Es wird also eine Unmenge an Geld damit gemacht. Wir haben ungefähr an Reinkostenstellenzuordnungen in der Jugendhilfe bundesweit so um die 33 Milliarden Euro. Dazu kommen die flankierenden Bereiche mit ungefähr knapp 140 Milliarden Euro werden es sein. Also es werden da enorme Geschäfte mitgemacht. Ich meine, das Geschäft mit dem Kindeswohl, das ist nicht einfach nur Blasphemie gegen das Jugendamt, sondern das ist also wirklich, das ist ein großer Bereich und dieser Bereich, der darf eigentlich nicht hinterfragt werden aus Geldeswohlgründen meiner Meinung nach. Da hat das weniger oft das Kind im Fokus zu stehen.